Kürzen können. Zum rechten Drittel auf der Bremse eintreten, Linie mittig nehmen. Schikane rechts links in der Linkskurve, dann links halten an der Linie. Rechts dran an die Leitplanke und dann rausbeschleunigen. Am Ende altes Fahrerlager Linie mittig nehmen. Linkskurve einmal Katzenbach können wir mit Schwung nehmen und dann drauf rausbeschleunigen. In der Bodenwelle wird eingelinkt. Viel Schwung mitnehmen hier, Katzenbach 1. Auf der Bremse drehen wir dann ein, links an den Körper entlang, die Rechtskurve ein, Lenkwinkel kommen wir raus und automatisch zurück. Durch Katzenbach 2, hier schön flüssig durchfahren, über die Kuppe geht hier die Linkskurve und dann da schon wieder raus beschleunigen. Auf 3 Kilometer Schild passieren. Die rechte an den Körper an, auf der Kuppe in die links und vorwärts raus. Ganze Straße nutzen. Klosterpfalz.
U8. Weigenbögen im Exitfahren. Rechts am Ende der Randsteine wird wieder eingelenkt. Mittelstraße geht nach rechts. Auf der Kuppe bei der Asphaltnarbe wird eingelenkt. Wir ziehen die Kuppe wieder ein bisschen zusammen, dass man mehr aufschließen kann. Schild geht rein, beim Fahren lassen sind wir innen, Wippermann durch, links an der Linie entlang, Rechtskurve bleibt unten vom Körb, geht richtig zügig hier durch, nun der Kompression wird wieder eingelenkt, über die Kuppe, gerade aufs Echtbar-Schild dann zufahren, Echtbar-Schild wird eingelenkt, wir halten einen Lenkwinkel, kommen mit der Straße und automatisch wieder zurück, Eingang Brünnchen auf der Kuppe wird eingelenkt, an den Körb ran, raus beschleunigen. Ende der dunklen Steine wird eingelenkt. Spürbescheide und raus beschleunigen. Eiskurve vor der gelben 4 wird eingelenkt. Rein zu 160 und raus beschleunigen. Gerade auf dem Fangzaun. Beim Fangzaun wird wieder eingelenkt. Pflanzgartenkuppe gerade. Unterkompression wird eingelenkt. Mittelstraße, nachdrehen wieder ran an den Körb, mit der Kuppe geht sie in die Links, Transgabe 2 am Ende der Randsteine wird wieder eingelenkt, über die Kuppe, orange Fahne geht rein ins Gefäß. Und nehmt bitte Speed raus.